Recording in progress. Diese Themenabendreihe zu den sechs Parameters beginnt jetzt mit der ersten Parameter. Wir gehen sie durchaus in der klassischen Reihenfolge durch. Dana-Parameter, Großzügigkeit, Freigebigkeit, Sila oder Shila-Parameter, sagen wir mal positives ethisches Verhalten, ethische Disziplin heißt es manchmal. Sehen wir dann genauer, wenn wir an den Punkt kommen. Kshanti-Parameter, Geduld. Virya-Parameter, Ausdauer, Bemühung, aber auch freudevolles sich einsetzen, engagieren oder so etwas. Dann Dhyana-Parameter, die Meditationsparameter und die Prajna-Parameter, die Weisheitsparameter. Also unter diesen sechs, wenn man die Reihenfolge so belässt, man kann es auch als einen Kreis sehen, in dem alle Parameters mit allen zusammenhängen. Aber wenn man die Reihenfolge so nimmt, dann ist eben die Dana-Parameter, die Großzügigkeit, die erste. Dana ist ein recht bekanntes Wort aus dem buddhistischen Jargon und das heißt eben Großzügigkeit, Gebefreude, Freigebigkeit. Und wir kennen es möglicherweise aus von Spendenaufrufen oder im Zusammenhang mit Kursen und Retreats. Da wird dann manchmal um Dana für das Meditationszentrum oder das buddhistische Zentrum oder die oder den Kurslehrer, Lehrerin gebeten. Und es stehen irgendwelche Dosen, in die man etwas hineintun kann oder wie man das auch immer heute alles machen kann. Oder der Begriff Dana tritt auch auf im frühen Buddhismus und das wird ja auch heute noch von einigen Theravada-Mönchen praktiziert beim Almosengang, wenn der Mönch oder die Mönche mit ihren Almosenschalen durch die Dörfer gehen oder durch an Häusern vorbei oder durch Straßen, dann kann man ihnen Dana geben. Aber das ist mehr so ein äußerer Aspekt von Dana und es geht nicht nur um diesen Aspekt von Dana, dass man irgendwie zum Beispiel jetzt Spenden an praktizierende oder spirituell religiöse Leute irgendwie gibt. Das ist ein Aspekt, den werden wir auch nochmal streifen müssen, aber das ist nicht der Hauptaspekt, sondern es geht darum, eine Geisteshaltung des Gebens und der Gebefreude zu entfalten und auch Ausdrucksformen des Gebens als Praxis zu sehen. Und zwar in ganz verschiedenen Bereichen, auf allen Ebenen könnte man sagen, wobei auch nach den traditionellen Anleitungen, die wir aus dem Buddhismus finden, das materielle Geben oder das Geben von günstigen Bedingungen für andere, also vor allem für andere, auch eine große Rolle spielt. Ja. Also es gibt das Geben von Dingen, die andere benötigen, um nicht zu leiden oder um ein gewisses Gefühl von Sicherheit oder Wohlstand erfahren zu können. Es gibt das ideelle Geben, dass man irgendwas äußert oder zeigt oder vermittelt. Da würde man jetzt im Buddhismus auch an das Geben des Dharma denken. Und es gibt zum Beispiel das emotionale Geben. Da wird immer der Schutz vor Angst erwähnt. Also etwas geben, um andere vor Angst oder Gefahr auch, aber jetzt vielleicht auch innere Gefahr oder starken Emotionen oder so zu beschützen. Und wir können deshalb Dana praktizieren, auch auf unseren drei Ebenen. Weiß nicht, ob ihr diesen Ausdruck kennt, nämlich auf der Ebene des Körpers, also physisches Geben, auf der Ebene der Sprache, durch Worte können wir etwas geben, und auf der Ebene des Geistes, indem wir etwas wünschen oder im großzügigen Sinn beabsichtigen,
Dana hat deshalb auch mit Metta zu tun, mit liebender Güte, Herzenswärme und mit Mitgefühl. Also es ist hier ein Dana gemeint, das mit Liebe verbunden ist und das die Bedürfnisse oder auch die Leiden anderer wahrnimmt. Und vermutlich kommen wir irgendwann mal an den Punkt, wo wir uns fragen, ob es auch so etwas wie eine Großzügigkeit sich selber gegenüber gibt. Ich denke schon, ja, also wir können auch mit uns selber irgendwie knausrig sein oder uns selber nicht gut tun. Und Dana dem eigenen Leben gegenüber zu praktizieren, wäre eben auch zu schauen, was brauche ich wirklich, was fehlt mir. Fehlt mir vielleicht auch in einem tieferen Sinn. Aber es ist nicht das, was hier primär betont wird. Also wenn wir die buddhistischen Kommentare oder Beschreibungen von Dana, Paramita, Praxis hören oder lesen, da geht es sehr viel um die Herstellung einer Beziehung zu anderen, die von Dana, von Großzügigkeit geprägt ist. Ich habe hier vor mir liegen das entsprechende Kapitel aus dem Juwelenschmuck der Befreiung von Gampopa. Das ist hier in der tibetischen Karma Kagyü und nicht nur Karma, sondern überhaupt Kagyü-Tradition so das Standardwerk. Und da sind auch längere Abhandlungen zu den sechs Paramitas drin. Eine typische Lamrim-Schrift des Buddhismus, des tibetischen Buddhismus, stufenweise Pfadschrift. Davon gibt es eine ganze große Gattung. Und dieses Buch Juwelenschmuck der Befreiung ist sehr schön ins Deutsche übersetzt. Hier sieht man Gampopa, den Autor, 11. bis 12. Jahrhundert. Und ja, da gibt es ein längeres Kapitel über die Großzügigkeit mit vielen Aspekten, die erwähnt werden, in einem sehr traditionellen Stil, aber dann auch wieder. Wenn es schön übersetzt ist, oder da es schön übersetzt ist, gar nicht mal so aus der Zeit. Also ich finde da fast keine Formulierung, die nicht heute noch irgendwie bedeutungsvoll wäre. Allerdings, und das werden wir merken, läuft von dem, was hier unter Dana-Paramita beschrieben wird, vieles gegen das, was man heute als, selbstverständliche Ich-Bezogenheit empfinden würde. Also es ist schon eine Praxisbeschreibung von Dana, die nicht unsere Gewohnheitsmuster füttert, sondern die uns eher provoziert etwas und uns darauf hinweist, dass wir eben oft in keiner Weise großzügig praktizieren oder Großzügigkeit praktizieren oder großzügig sind, sondern stattdessen sehr selbstbezogen, vielleicht geizig oder eng im Geist. Und den Ausdruck kennen wir auch, geistige Großzügigkeit, wenn wir meinen, jemand ist auch flexibel und spielerisch in seinen Gedanken, nicht so fixiert auf seine eigenen Meinungen und Ansichten, sondern kann auch die Anschauung anderer aufnehmen, sie ihnen Zuwendung schenken, Interesse entwickeln für anderes. Und wir werden also merken, wenn wir uns mit Dana-Praxis beschäftigen, dass es viele wunde Punkte gibt, an denen wir nicht Dana üben oder Dana verwirklicht haben. Ja, und das heißt also für den Bodhisattva, also ein Wesen, das auf die Entfaltung von Mitgefühl als Pfad des Erwachens ausgerichtet ist, ist Freigebigkeit ganz wichtig. Also das ist dann die Hauptantriebskraft eigentlich für den Weg des Erwachens, ist ein Wunsch, ein Ansinnen, mehr und mehr Freigebigkeit, Großzügigkeit zu entwickeln. Andere wichtiger zu nehmen als sich selbst, heißt es irgendwo. Und aus dieser Vision
der Wertschätzung anderer mehr und mehr zu geben. Man kann auch sagen, Dana heißt schlicht und einfach geben. Gebe Freude, geben. Und ich möchte erstmal dieses Zitat vorlesen. Es heißt, es käme aus einem Sutra, aus einer Lehrrede. Ich denke, es ist eher ein Mahayana-Text. Vielleicht auch aus dem frühen Buddhismus, ich weiß es nicht genau. Der Titel soll heißen, das vom Haushälter Ugra erbetene Sutra. Also da gab es einen Ugra, der bat vielleicht doch den historischen Buddha darum, eine Lehrrede zu halten über die Großzügigkeit. Und er bekam Folgendes zur Antwort. Was wir hergeben, ist unser. Was wir zu Hause behalten, ist nicht unser. Was wir hergeben, hat Wert. Was wir zu Hause behalten, ist wertlos. Was wir hergeben, brauchen wir nicht zu schützen. Was wir zu Hause behalten, das müssen wir schützen. Was wir hergeben, macht keine Sorgen. Was wir zu Hause behalten, macht Sorgen. Was wir hergeben, führt auf direktem Weg zum Erwachen. Was wir zu Hause behalten, leistet Mara Vorschub. Also Mara bedeutet die ganzen Geistesgifte, die uns dann dominieren. Ärger, Wut, Zorn, Geiz, Angst, ja. Das kommt alles davon, dass wir behalten wollen, von was wir glauben, dass es uns gehöre. Und dass wir Angst davor haben, es zu verlieren oder verteidigen wollen, was uns gehört. Und das ist also das Gegenteil von Großzügigkeit und löst daher so viel emotionale Probleme aus. Was wir hergeben, bringt großen Wohlstand. Was wir zu Hause behalten, bringt keinen Wohlstand. Was wir hergeben, wird zu einem unerschöpflichen Schatz. Was wir zu Hause behalten, wird sich erschöpfen. Vielleicht nochmal das Letzte, das ist sehr poetisch, auch in Deutsch schön übersetzt. Was wir hergeben, wird zu einem unerschöpflichen Schatz. Was wir zu Hause behalten, wird sich erschöpfen. Denke, da merken wir schon, ne? Das drückt ein paar wunde Punkte, denn ich vermute, wir haben alle, ich schließe mich da in keiner Weise aus, eine starke Neigung, uns über das zu definieren, was wir haben, wer wir sind, was wir besitzen, was wir uns angeschafft haben, was wir erreicht haben, was wir gelernt haben. Ja, wo wir irgendwie sagen können, das habe ich gemacht, das bin ich geworden, das gehört mir. Kontostände spielen dabei auch manchmal eine Rolle, dass wir das Gefühl haben, ich habe ja wirklich was gespart oder mein Gehalt ist wirklich gut oder so. Mein Honorar. Und wenn es nicht der Fall ist, dann leiden wir, weil wir das Gefühl haben, uns fehlt etwas, es ist nicht so, wie es sein sollte oder wie es schon mal war, ich habe nicht mehr das, was ich eigentlich mal hatte. Und da bemerken wir ja schon an der Betonung, wie selbstbezogen und wie auf Besitz und Ansehen und behalten wollen das ausgerichtet ist. Und wenn wir uns mal anschauen, worum es in den zwischenmenschlichen Konflikten oft geht oder auch in den zwischen, ja, was soll ich sagen, staatlichen Konflikten oder irgendwelchen Interessenkonflikten. Da geht es eben ganz oft darum, mehr haben zu wollen als andere, das behalten zu wollen, was einem gehört. Oder wo man sagt, das hat mir immer schon gehört, das war immer schon unser Land. Wahrscheinlich so ein paar Jahrzehnte vielleicht. Vorher war es auch anders. Es geht ganz viel um diese Art von Besitzansprüchen und ist so gesehen, wenn wir es von dem Standpunkt des Dana betrachten, immer ein Mangel an Großzügigkeit. Diese Sätze, die wir gerade gehört haben, sind natürlich sehr radikal formuliert, aber vielleicht gar nicht so falsch. Also wir alle kennen das, wenn wir etwas loslassen, was uns lange belastet hat auch, oder
wenn sich eine Veränderung ereignet hat und wir merken, wir haben das gar nicht gebraucht oder ohne das geht's auch und ist vielleicht sogar noch besser, dann merken wir, dass doch solche Sätze wie, was wir hergeben, brauchen wir nicht zu schützen, was wir zu Hause behalten, müssen wir schützen, eine Wahrheit haben. Ja. Vielleicht kaufen wir uns doch mal immer wieder mal irgendwie ein neues Schloss oder eine neue Alarmanlage oder eine Kamera, die beobachtet, wie um unser Haus schleicht oder so. Das sind verständliche Taten, heute auch mögliche Taten, für die wir wahrscheinlich keine Kritik bekommen werden. Aber sie sind alle aus Motiven heraus geschehen oder sie geschehen aus Ansinnen heraus, eben das eigene zu schützen und nicht wirklich sich so als jemand zu verstehen, der eben Dana in dem Sinn übt, dass das Geben, das Weggeben, das Loslassen eigentlich etwas ist, was wir wirklich als eher erleichternd empfinden, als etwas zu behalten oder zu beschützen. Ja, mag sein, dass wir hier ein bisschen mit einem Ideal von Menschen konfrontiert werden, die vielleicht schon einiges hinter sich gelassen haben, wie vielleicht Mönche und Nonnen oder Einsiedler oder Menschen, die sich ein bisschen von der Gesellschaft und ihren Gewohnheitsbräuchen losgelöst haben. Aber selbst wenn wir das nicht getan haben, selbst wenn wir wissen, wir sind doch Menschen, die ihre Berufe leben müssen und möchten, die einen gewissen Wohlstand haben möchten, können wir, glaube ich, auch in dem Rahmen mehr oder weniger großzügig sein. Also im Grunde hat man hier eigentlich nichts gegen Wohlstand oder auch gegen Reichtum, ja. Es geht nicht darum, dass abzuwerten oder also es geht bei der Großzügigkeit ja unter anderem auch darum, dass wir uns vor Augen führen, die Menschen, auch die Tiere eigentlich, sie mögen und sie lieben einen gewissen Wohlstand. Es tut gut, alles zu haben, was man braucht. Es tut gut, ein Dach über dem Kopf zu haben, ein gutes Bett, gesunde Nahrung und so weiter. Und es geht nicht darum zu sagen, das braucht eigentlich niemand wirklich. Alle sollen irgendwie arm sein oder sich bescheiden. Nein, also es geht gerade auch darum, wert zu schätzen, was uns und vermeintlich anderen auch gut tut, gefällt und dann auch in dem Sinn großzügig zu sein. Ja, jemand anderes braucht auch günstige Umstände zum Leben und wir wünschen ihr oder ihm diese auch zu finden oder tun auch was dafür. Ja. Und das ist oft auch primär eine materielle Angelegenheit. Das würden wir heute sowieso denken. In unserer materialistischen Zeit, da geht man immer davon aus, dass solange alle irgendwie Geld haben oder ja doch in etwa alles, was man so brauchen kann, dann geht es den Menschen doch wahrscheinlich schon mal grundsätzlich gut. Wie gut es einem dann emotional geht oder ja, im Innenleben, das ist wahrscheinlich heute in unserer Rangordnung der Dinge immer ein bisschen zweitrangig. Wir gehen immer davon aus, äußerer Wohlstand ist wichtig und innerlich, naja, da muss man dann schauen, da muss jeder schauen, wie er selbst klarkommt. Nicht ganz. Ne? Aber natürlich bezieht sich die Dana-Praxis auf alle Ebenen. Das sagten wir ja schon, wir können auch nicht nur mit materiellen Dingen Großzügigkeit üben, sondern auch mit sprachlichen, mit ideellen Dingen. Und dann wird es auch immer die Frage sein, wie rein ist die Dana-Praxis oder auch die Absicht, großzügig zu sein. Ja. Wir alle haben vermutlich auch ein Stück weit eine Händlermentalität, ja. So dass wir dann uns immer überlegen, wenn ich etwas gebe, was kriege ich dafür? Oder wird sich das für mich lohnen, etwas zu geben? Was habe ich davon? Das ist verständlich wiederum, ja. Aber
vor dem Hintergrund der Dana-Praxis kann man sich fragen, ist dann die Gebefreude wirklich ganz rein oder ist sie eben noch gemischt mit egoistischen oder selbstbezogenen Ansinnen und Anliegen? Und wenn wir hier die Kommentare zur Dana-Praxis hören oder lesen, dann wird durchaus davon gesprochen, dass es darum geht, eben die Motivation bei dem Geben von etwas anzuschauen und auch zu reinigen. Also Dana kann mehr oder weniger authentisch sein. Es kann eben mit so einer Händlermentalität ein gewisses Geben praktiziert werden, was aber noch keine wirkliche Großzügigkeit ist. Und deswegen werden wir in diesen zugegeben etwas idealistischen buddhistischen, Mahayana-buddhistischen Beschreibungen der Dana-Praxis immer auch etwas zu hören bekommen, zu lesen bekommen, was dann ja, erstmal so klingt, wie das würden wir ja nicht gerne machen. Also wir sollen da durchaus üben, über unseren Schatten zu springen, mehr zu geben, als wir vielleicht uns zutrauen oder als wir gewohnt sind zu geben. Und ich schaue mal gerade, was ich da als Zitat noch vorstellen könnte. Vielleicht das hier aus dem Narayana, von Narayana erbetenen Sutra. Wenn es so sein soll, also in der Fußnote steht, wenn die Gabe wirklich nützlich ist und die Motivation des Geistes des Erwachens sowie die Erkenntnis der Leerheit vorhanden ist, also wenn es so sein soll, gib dem, der eine Hand möchte, deine Hand, dem, der ein Bein möchte, dein Bein, dem, der ein Auge möchte, dein Auge, dem, der Fleisch möchte, von deinem Fleisch, dem, der Blut möchte, von deinem Blut. Ja. Sei es sein Körper oder sein Besitz, heißt es weiter unten aus dem Schmuck des Mahayana, der Mahayana-Sutren, sei es sein Körper oder sein Besitz, es gibt nichts, was ein Bodhisattva anderen nicht schenken würde. Vielleicht noch ein paar Gedanken zur Gabe der Furchtlosigkeit, also emotionale Großzügigkeit, wo wir anderen etwas vermitteln oder vielleicht auch ganz konkret etwas tun, damit andere keine Angst haben oder eben auch kein emotionales Leid erleiden. Da kann man sich selber befragen, ne? Wie geht es mir mit starken Gefühlen? Wir haben sicherlich alle schon starke Gefühle erlebt, Ängste oder ja, auch andere Emotionen. Vielleicht haben wir Trauererfahrungen gemacht, Verlusterfahrungen. Und wir wissen, wie schlimm das sein kann. Und jetzt anderen Schutz gewähren zu wollen, wie auch immer, vor dem Leid schlimmer Emotionen. Erwähnt wird hier die Angst, die Furcht. Dann kann das auch eine Dana-Praxis sein. Das spielt vielleicht hinein in zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn wir da jemand sein wollen, der Dana übt, dann werden wir eben schauen, was wir tun können, damit andere nichts zu fürchten haben, keine Angst haben. Sicherlich wird irgendwo hier dann das Verhalten einer Mutter oder eines Vaters vielleicht als Beispiel herangezogen, die oder der die eigenen Kinder oder ein eigenes Kind schützen möchte, weil Kinder haben vermeintlich zunächst mal auch Angst vor vielen Dingen.
Von daher kennen wir dieses Prinzip natürlich auch. Also das ist etwas, was dann nicht nur mit materiellen Dingen zu tun haben kann. Und es geht auch über Angst hinaus, ne? Also, dass wir irgendwie immer Mittel und Wege suchen, die Emotionen, die wir bei anderen als leidhaft erkennen, soweit das in unseren Möglichkeiten liegt, zu besänftigen, zu stillen. Auch das kann als Dana-Praxis verstanden werden. Ja, und in den klassischen buddhistischen Texten, und da schließt sich jetzt der Kreis zu dem, was ich anfangs sagte, wird dann eben auch das Geben der Lehren, das Geben von Anleitungen, und ich würde das auch ausdehnen über den buddhistischen Dharma hinaus, vielleicht so etwas wie Didaktik, Pädagogik und dergleichen, wird auch als Dana-Praxis gesehen. Also wenn da jemand inspiriert ist, sein Verständnis, ihr Wissen, Einsichten zu vermitteln, das Erfahrene nicht für sich zu behalten, sondern es ja, mit einer Absicht, damit anderen hilfreich zu sein, anzubieten. Auch das kann als Dana-Praxis verstanden werden. Also es geht dabei noch gar nicht mal darum, dass es Dana-Praxis ist, dass wir vielleicht als Schüler, Lehrende jetzt mit Dana honorieren oder uns mit Dana bedanken. Das ist gar nicht mal hier der primäre Punkt, der wird hier gar nicht erwähnt, sondern wenn es jetzt um die Gabe der edlen Lehre heißt es hier, die Dharma-Gabe geht, dann ist zunächst mal das Geben des Dharma, des Dana. Ja? Und im Grunde, wenn ihr das schon mal erlebt habt, das ist bei einem Kurs oder Retreat, dann heißt, man kann dem Lehrer oder der Lehrerin Dana geben, dann eigentlich in Erwiderung der Dana-Gabe, die der Lehrer gab. Ja? Also es geht nicht darum, dass der Lehrer ein Bettler ist, dem man jetzt irgendwie helfen soll, zu leben, sondern man soll verstehen, also das ist jetzt so ein bisschen religiös, buddhistisch gedacht, dass Lehren zu hören zu können, die zum Beispiel jetzt mal sehr traditionell ausgedrückt den Weg des Erwachens beschreiben oder Weisheitslehren vermitteln, von denen man dann doch ja irgendwie berührt sein kann und die einem etwas zeigen, das soll man als Dana Praxis seitens ja, der oder des Dharma-Lehrers, der Lehrerin verstehen. Und da fällt dann öfters eben der Begriff auch wiederum Dana in Erwiderung der Großzügigkeit, den Dharma vermittelt bekommen zu haben. So, da schließt sich dann so der Kreis unserer Gedanken in dieser halben Stunde, wo es eben zuerst auch um diesen Aspekt des Dana geht. Also es hat sich ja schon sehr etabliert, von Dana zu sprechen. Und da denkt man meistens an diese Gaben, die so ein bisschen freiwilliger Natur sind, über irgendwelche Kursgebühren hinaus. Aber das ist nur der Begriff, wie er jetzt sozusagen in der Vermarktung des Buddhismus eine Rolle spielt. Oder auf dieser Ebene. Ne? Es könnte sein, dass wir den Begriff nur in dem Kontext erleben, aber das ist eigentlich nur so ein Nebenschauplatz. Die Hauptsache ist eigentlich, was wir unter Dana-Paramita-Praxis verstehen, ist, an der eigenen Geisteshaltung großzügiger und großzügiger zu werden, immer weiter zu arbeiten, zu bemerken, wenn wir nicht nur geizig sind, sondern generell selbstbezogen, auf das eigene Wohlbefinden mehr bedacht als auf ein kollektives oder auf andere bezogenes. Da können wir uns dann immer überprüfen anhand dieser ja, Darstellung oder Sichtweise über die Dana-Geisteshaltung und unsere eigene Motivation korrigieren vielleicht, erneuern und neu ausrichten eben. Vielleicht mal so weit. Und wir werden dann am nächsten Donnerstag uns mit der Shila Paramita, der Frage
beschäftigen, was ist heilsames Verhalten versus unheilsames und wie können wir auf uns und andere ausgerichtetes positives Verhalten verstärken.